Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Es ist Seven and Me. Ihr ahnt vielleicht schon, was es ist und was es kann, aber im Review wollen wir uns das mal genauer ansehen. Los geht's! Seven and Me ist einfach ausgedrückt eine Kaffeemaschine. Aber da hört es auch schon auf mit dem einfach ausdrücken, denn sie kann so viel mehr als einfach nur Kaffee machen. Um genauer zu erläutern, was damit alles möglich ist, schauen wir uns zunächst einmal den Aufbau an. Ihr seht einmal auf der rechten Seite eine Bialetti, also eine Espresso-Kanne. Damit könnt ihr insgesamt 60 ml Espresso kochen. Links davon sehen wir einen großen Milchaufschäumer. Da gehen ganze 350 ml rein, was schon eine Menge ist und auch bei der Konkurrenz teilweise noch gar nicht so vorhanden ist. Wenn wir die mal kurz beiseite tun, sehen wir, die stehen auf zwei kleinen Heizplatten und jetzt wird euch wahrscheinlich auch schon die ganze Funktionsweise der Seven and Me klar. Das Ganze ist eine Home Barista Einheit, die, wie ich finde, zusätzlich einmal super gut aussieht. Das Design gefällt mir richtig gut. Mattes Weiß, Grau und hochglänzendes Schwarz, das Teil sieht einfach edel aus. Auch die Materialanmutung und Haptik überzeugen. Es ist kein leichtes Kleinteil, sondern wiegt was, liegt gut in der Hand, steht aber vor allem sehr stabil auf seinen Beinen. Die Kanne und der Milchaufschäumer sind ebenfalls hochwertig. Der Milchaufschäumer ist aus rostfreiem Edelstahl und mit einem Gummiring umfasst, sodass man den auch heiß in die Hand nehmen kann. Die Bialetti ist aus Aluminium, was eine sehr schnelle und gute gleichmäßige Erhitzung ermöglicht. Innen ist sie Teflon beschichtet, bietet also sehr gute Anti-Haft-Eigenschaften. Da brennt nichts an und rosten kann es auch nicht. Die Außenseiten sind matt und etwas angeraut, also Haptik und Anmutung, da bin ich sehr begeistert von. So, jetzt wollen wir aber gleich mal sehen, wie die Maschine arbeitet. Lasst uns aber noch einen ganz kurzen Moment in der Theorie bleiben. Ich zeige euch hier anhand des Menüs einmal, wie es bedient wird und auch, was ihr damit zaubern könnt. Um Seven and Me einzuschalten, drückt man einmal hier länger auf den An-Knopf. Die Bedienung erfolgt übrigens komplett über diese Touch-Elemente hier, das ist schon sehr elegant. Mit einem weiteren Touch wählt ihr dann euer Getränk aus, das beginnt zu blinken und toucht ihr dann nochmal da drauf sozusagen als Bestätigung. Dann beginnt Seven and Me auch schon mit der Zubereitung. Und da habt ihr die Auswahl. Es geht los mit Milchschaum, dann gibt es einen Latte Macchiato, Cappuccino, einen Espresso Macchiato oder einen ganz normalen Espresso. Das Schöne dabei, wenn ihr ein Milchgetränk auswählt, dann werden Milch und Espresso im exakt gleichen Moment fertig, sodass das Getränk später die perfekte Temperatur hat. Übrigens, die Milch und der Schaum werden immer auf perfekte 60 Grad erhitzt. Auch der Espresso kommt immer in der exakt gleichen Temperatur und mit einem Druck von 3 Bar heraus. Der Hersteller nennt das Intelligent Heating und das gelang bislang bei meinen Tests auch immer hervorragend. Starten wir einmal mit einem Macchiato. Normalerweise ist das ein Espresso mit einem Klecks Milchschaum, so einer kleinen Haube obendrauf. Das könnt ihr machen, aber ein Grund, warum ich die Seven and Me so liebe, ihr könnt es auch komplett anders angehen. Denn anders als bei einem Vollautomaten mischt ihr die Getränke ja Barista-like selbst zusammen. Also fangen wir mal an. Die Bialetti wird bis zur Markierung mit Wasser gefüllt. Das macht es leicht, die richtige Menge zu nehmen. Gleiches gilt für das mittelgrob bis fein gemahlene Kaffeepulver. Einfach bis zum Rand glatt einfüllen und zusammenschrauben. Im Milchschäumer findet ihr ebenfalls Markierungen für die jeweiligen Getränke. Der Macchiato beginnt natürlich hier ganz unten, am meisten Milch geht logischerweise dann für den Latte Macchiato drauf. Die Milch füllen wir einfach so aus dem Kühlschrank hier ein, schalten an, wählen den Macchiato, bestätigen die Auswahl und schauen jetzt der Maschine beim Arbeiten zu, um mal zu sehen, wie lange es im komplett kalten Zustand, also kalte Milch, kalte Maschine, dauert, lege ich mal hier eine Zeitanzeige direkt daneben. Gar nicht mal schlecht. Und jetzt schauen wir uns das Ergebnis an. Zunächst fülle ich alles an Espresso in meine Tasse. Stark soll es sein. So, und an der Tassenauswahl seht ihr, ich mache, wie eben schon mal angedeutet, jetzt keinen Macchiato, sondern ja eher so ein Typ Cappuccino. So frei ist man da in der Auswahl. Und jetzt schaut euch mal an, ich das hier reinkippe, was da für einen Milchschaum mitkommt. Also das ist schon wirklich ein total tolles Ergebnis, finde ich. So viel Schaum liegt natürlich auch an der Macchiato-Auswahl, klar. Aber auch der Geschmack und die Konsistenz, 5000 Umdrehungen pro Minute schafft das Gerät. Und da es auch eine intelligente Temperaturkontrolle hat, gelingt der Schaum so richtig gut. Er schmeckt nicht bitter, ist schön fluffig und vor allem total
total stabil. Durch die Form des Ausgießers könnt ihr hier auch, naja, vorausgesetzt man könnte es, auch schicke Latte-Drinks zaubern, aber das kann ich eben nicht. Schmecken tut es trotzdem, wenn man es auch ganz schmucklos reingießt. Auch nach einigen Minuten ist der Schaum noch sehr stabil. Das gefällt mir wirklich sehr gut und wir haben auch gesehen, tatsächlich funktioniert die Temperatur- und Zeitsteuerung so, dass wir die beiden Komponenten zur exakt gleichen Zeit fertig haben. Und auch die, ich nenne sie mal Herdplatten, obwohl es kein Herd ist, hier unten arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Da wird nicht einfach an oder aus, also Power oder keine Power, sondern eben schön dosiert immer die gleiche Temperatur gehalten und das gefällt mir sehr gut. Geschmacklich wirklich super, wobei ihr hier natürlich auch in Mahlgrad und Bohnensorte variieren könnt. Übrigens, wenn ihr es noch schneller haben wollt, das Ding ins Büro stellt oder warum auch immer, es gibt auch eigene Kaffeekapseln von 7&Me, in die ganze 16 Gramm Kaffeepulver enthalten sind. Also die werden dann einfach hier unten statt des Kaffeeeinsatzes in die Bialetti eingesetzt, sind direkt fertig portioniert, man zieht oben die Kappe ab und dann kann es losgehen. Aber nach dem Genuss muss aber auch das Reinigen folgen. Der Hersteller selbst gibt an, man müsste alle Teile nur mit Wasser ausspülen. Ich würde das aber nicht empfehlen. Gerösteter Kaffee ist eigentlich immer so ein bisschen ölig, da bleiben trotz Teflon-Beschichtung immer Rückstände zurück. Ja, die Beschichtung minimiert das alles, trotzdem würde ich da einfach nochmal gerade drüber wischen. Dauert ja auch nicht wirklich viel länger dadurch. Man kann auch hier das Druckventil noch einmal komplett auseinanderschrauben. Das muss man jetzt nicht jedes Mal machen, aber auch da kann man noch einmal auseinanderbauen und sauber machen. Die Milchkanne, da muss unten dann der Schäumer raus, davon sind übrigens zwei im Lieferumfang enthalten und dann wischt man das einfach aus. Die Bialetti muss man vorher natürlich noch des Kaffeepulvers entledigen, aber das kann man einfach so entnehmen, schüttelt es über den Mülleimer aus, klopft es vielleicht ein, zweimal ab und dann ist es auch schon fertig. Aber halten wir uns damit nicht zu lange auf, denn der Reinigungsprozess dauert ein bisschen, aber auch nicht übermäßig lange, machen wir einfach mal noch ein Getränk. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Latte Macchiato? Hier verändert sich natürlich der Milchfüllstand, da brauchen wir noch etwas mehr. Gleichzeitig bereiten wir auch wieder die Espresso-Kanne vor mit Wasser, Kaffeepulver und schrauben sie zusammen. Anschalten, auswählen, bestätigen und los. So einfach geht das und wenn die Platten noch heiß sind, geht es natürlich auch noch einmal ein bisschen schneller. Am Ende seid ihr wieder der Barista. Milch und Schaum ins große Glas, den Espresso-Shot hinzugeben und mit etwas Schaum hier oben noch verkünsteln. So habe ich es jetzt mal gemacht. Ihr könnt es natürlich in zig verschiedenen Ausführungen auch noch anders machen. Und wenn man dem Ganzen ein wenig Zeit gibt, dann bekommt ihr hier einen wunderbaren dreischichtigen Latte Macchiato. Mit, ich erwähnte es bereits, aber finde ich es wirklich top, wirklich leckerem und sehr stabilem, tollen Milchschaum. Und nach diesem Muster werden dann alle Getränke bereitet. Wie man zum Beispiel jetzt den Cappuccino macht, könnt ihr euch ja jetzt auch vorstellen. Was aber natürlich auch noch geht, nur jeweils Milch oder auch nur Espresso zu kochen. Dann heizt auch nur die eine Platte auf, die ihr ausgewählt habt. Ihr könnt den jeweils leeren Behälter also ruhig auf der Maschine stehen lassen. Bei einem Espresso zum Beispiel, seht ihr hier, tut die Maschine ihre Arbeit auch ohne Milch. Gleiches könnte ich jetzt auch noch auf der anderen Seite machen. Durch den Druck und das nicht langsam hoch und rauskochen, sondern fast rausschießen, habe ich hier auch eine tolle Crema, zumindest zunächst, denn die überlebt leider nicht lange. Das finde ich ein bisschen schade, zumal damit geworben wird. Geschmacklich ist der Espresso nichtsdestotrotz aber super. Schön stark, heiß und nicht zu sauer. Ein sehr gutes Ergebnis, wie ich finde. Den könnte man, würde man gerne etwas in Richtung Kaffee trinken, jetzt auch in heißes Wasser kippen und man hätte einen Americano. Denn Kaffeecrema oder ähnliches ist hiermit natürlich nicht möglich. Auch ganz interessant, wenn ihr nur die Milch- und Milchschaumfunktion benutzt, könnt ihr auch direkt Milchgetränke zubereiten lassen, etwa indem ihr Matcha oder Kakaopulver mit in den Schaumbehälter füllt, das ist dann auch sehr lecker. Und es gibt hier auch die Möglichkeit, Milch samt Schaum nicht bei den 60 Grad, sondern eben in Raumtemperatur zubereiten zu lassen. Das ist zum Beispiel vor allem für Eisgetränke sehr interessant und ganz cool.
Zu guter Letzt kommen wir zu einem Fazit und dem Preis. Der fehlt nämlich auch noch. Der 7&Me liegt derzeit bei Kickstarter in der Early Bird Phase bei $199. Ich habe euch das auch mal verlinkt. Die $199 würde ich mit meinem jetzigen Wissensstand darüber, was die Maschine kann, auch dafür bezahlen. Später einmal soll das Ganze angeblich $360 kosten. Und da muss ich sagen, wird es schon hart zu argumentieren, warum man das dann noch kaufen sollte. Vielleicht bleibt die 7&Me also ein Luxusprodukt. Vielleicht ändert sich die Preispolitik aber auch nochmal. Unabhängig davon ist es für mich eine ganz runde Sache. Das Design gefällt mir extrem gut. Auch die Tatsache, dass ich die Kontrolle über die Zubereitung habe, ist ein echtes Plus für mich. Hinzu kommt die einfache Bedienung, das simultane Zubereiten und das gleichzeitige Fertigwerden, was mir sehr gut gefällt. Dazu muss man aber sagen, man kann immer nur ein Getränk zubereiten, außer vielleicht zwei kleine Espressi, die man dann mit einem Mal bereiten kann, und dazwischen muss immer gereinigt werden. Für mich also ganz klar eine reine Genussmaschine für den Nachmittag oder das Wochenende. Und dann passt ja irgendwie der Preis auch wieder. Was haltet ihr davon? Was sind eure Fragen? Was wollt ihr dazu sagen? Gerne alles in den Kommentatoren loswerden. Außerdem würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Dann erfahrt ihr auch immer sofort, wenn ein neues Video online geht. Ich mache mir jetzt noch einen Kaffee. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.